Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Tamriel sowieso, aber in Auridon, fiel mir gerade nicht mehr ein. Und zwar hier oben in Himmelswacht und da gibt es wieder eine Peter, neue meine Freundin, Quest. Auf ein Wort, wenn es euch beliebt. Habe auf euch gewartet. Der Herr schickt mich, muss mich um diese Erbsache kümmern, da ihr Estre jetzt getötet habt. Was? Gott schickt euch? Warum? Der Herr? Rasumdar natürlich. Ach so. Wir haben eine Liste gefunden. Eine Liste mit 4 Namen. Hochrangige Agenten des Schleiererbes, die jetzt auf der Flucht vor den Truppen des Dominions sind. Was steht an? Diese Mäher wurden zum Tode verurteilt. Findet sie und vollstreckt das Urteil. Wir haben Berichte über ihren letzten bekannten Aufenthaltsort. Das sollte helfen. Kehrt bitte mit Beweisen ihres Ablebens zurück. Ich werde tun, was ich kann. Verwendet die Liste, um sie aufzuspüren. Viel Glück und zeigt keine Gnade. Wer sind meine Ziele? Karulai, ihr Planer für schnelle Einsätze. Kalanje, ihre Frau in der Kriegergilde. Helonel, ihr Berater für völkische Reinheit. Er steckt hinter mehreren belegten Angriffen auf Bosmer und Khajiit. Wer ist mein letztes Ziel? Arianas, eine seltsame Person. Ihr Name wurde noch mit keinem speziellen Verbrechen in Verbindung gebracht. Gerüchten zufolge ist sie eine enge Freundin Estris. Wahrscheinlich ihre höchstrangige Agentin, aber ich weiß nicht genau, was ihr Fachgebiet ist. Okay, ja gut, deswegen wurde sie wahrscheinlich auch noch nicht mit speziellen Verbrechen in Verbindung gebracht, wenn sie so gut ist. Ihr arbeitet mit Rast zusammen? Ich bin ein Auge, genau wie ihr. Auf der Insel wimmelt es zurzeit von uns. Wir müssen die Leute zum Reden bringen, damit wir erfahren, woher das Erbe seine Unterstützung bezieht. Was meint ihr? Das Erbe ist gewaltig groß. Waffen und Rüstungen, Proviant, Logistik, Vorräte. Estre hat es auf etwas ganz Großes abgesehen. Wer hat sie mit all dem versorgt? Wer hat ihnen diese Waffen und Rüstungen beschafft? Wir haben in den kommenden Wochen eine Menge ernster Fragen zu stellen. Okay. Findet die Anführer. Die Frage ist nur, wo genau. Hier oben ist schon mal einer eingezeichnet. Das wäre dann direkt hier in der Nähe. Ah, da oben ist noch einer. Und mehr sehe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht markiert. Gucke ich gleich nochmal. Gut. Dann würde ich sagen, da reiten wir direkt mal hin, weil das ist ja hier in der Nähe. Ich hoffe, meine Stimme macht das jetzt mit. Ich sollte mir wirklich abgewöhnen, nach dem Essen direkt wieder aufzunehmen. Weil irgendwie habe ich dann immer Probleme mit meiner Stimme, beziehungsweise, ja, Schleim im Hals, sage ich mal. Dass man sich ständig räuspern muss. Irgendwo hier sollte die doch sein. Oder eher, ich weiß nicht, was das für ein Ziel ist hier. Sie ist. Oh, ich war nicht die Erste, die ihn gefunden hat. Dieser Offizier des Schleiererbes sieht so aus, als ob er vor kurzem getötet wurde. Die Leiche weist mehrere offensichtliche Verletzungen auf. Es ist schwierig zu erkennen, was der tödliche Treffer war. Aber es scheint mehr als einen Angreifer gegeben zu haben. Im Dreck neben der Leiche liegt ein Abzeichen mit dem Namen Helonel. Abzeichen als Beweis mitnehmen. Achso, das ist die Kapuze. Ich dachte gerade schon, hat man ihm jetzt hier das Gesicht weggefräst oder was? Gut. Zum nächsten Punkt kann ich... Ja, ich reite mal hin. Ich glaube, beides ist jetzt ungefähr gleich schnell. Aber ich habe tatsächlich nur die 2 Punkte hier. Da muss ich dann gleich nochmal gucken, wo wir die anderen kriegen. Ich werde mich mal eben aufmachen und wir sehen uns gleich oben wieder. Bis gleich. So, wir sind nun hier in der Nähe vom Wegschrein. Ich denke mal, dass der oder die, ich weiß es ja nicht, warum im Kolleg ich ist. Meine Zeit mit Sie haben euch nur hierher geschickt, um unsere Zeit zu verschwenden, nicht um euch auszuprobieren. Scheinbar aber hier irgendwo. So, links rein, so wie es aussieht. Ja,
Nee, hä? Über mir, oder? Moment, steht da höher? Nee, steht nicht höher. Steht aber, ich soll wieder rausgehen. Wollt ihr mich veräppeln? Es ist doch doof, wenn man mehrere Sachen hat. So, Aranias Tagebuch. Ich bin endlich am Kolleg angekommen. Der Rektor ist unseren Ideen gegenüber sehr aufgeschlossen. Die Khajiit und Bosma müssen in ihre Schranken gewiesen werden. Sie müssen formbar sein, wenn der Talmor sie nutzen will. Das hier ist der Ort. Der Ort, nach dem das Erbe gesucht hat. Ich werde Ihrer Majestät umgehend schreiben und es mitteilen. Sippenfürstin Estre hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie einen Mann namens Tanion schicken wird, der sich um das Kolleg kümmern wird. Meine nächste Mission ist es, einen geeigneten Ort für unsere Vorräte zu finden. Mir sind Gerüchte über eine versteckte Bucht zu Ohren gekommen, die wir nutzen könnten. Die Ruinen des früheren altmährischen Quendelun. Meine Sachen sind gepackt. Ich breche bei Sonnenuntergang nach Quendelun auf. Meine Mutter meint, dass ich, wenn ich dort Erfolg habe, vielleicht bis nach Grünschatten geschickt werde, um dort eine mögliche Expansion zu erkunden. Ich war mein Leben lang noch nie abseits der Sommersendinseln. Das sollte sehr interessant werden. Ja, da steht zwar jetzt, findet die zweite Person, aber eigentlich haben wir sie ja nicht gefunden. Wir wissen nur, wo sie ungefähr hin ist. So, dann wäre die andere Frage, findet Karo, das ist in der Richtung, irgendwo hier runter. Ach, da oben. Ja, 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 bei dem Auge. Jetzt kann man es sehen. Bin ich jetzt... Moment. Hier rum muss ich runter. Ihr werdet es nie wert sein, dem Talmor zu dienen. Eure Art ekelt mich an. Ja, 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 ja. Die Aufgabe werden wir auch noch machen. Aber die werden wir erst später machen. Wir sind doch noch ganz unten. Ich muss gehen. Da sind wir noch nicht dran. So, das heißt, dafür müssen wir jetzt hier erstmal runter und irgendwo Richtung... Was? Nee, nicht Richtung Wasser, da wo das Auge war. Genau, das war's. Oh, hier ist noch ein Büchlein. Die Ballade von Erstreit. Könnt ihr wie immer durchlesen, wenn ihr möchtet. Hat aber jetzt nichts hiermit zu tun, deswegen... Hallöchen. Ich habe doch nur Befehle befolgt. Mhm. Das sagen sie alle. So, den dritten haben wir gefunden. Dann gibt es noch einen vierten, der mir jetzt so auf der Karte gerade nicht angezeigt wird. Machen wir mal Trick 17, J und M. Ah, hier ganz oben. Da kann ich auch leider so nicht geradeaus hin. Das heißt, wir müssen in die Richtung erstmal wieder zurück. Und dann dementsprechend am Wasser entlang. Also erstmal den Weg und dann am Wasser entlang. Hier müsste ich rechts abbiegen. Ja. Genau. So, das heißt, wieder zurück zu dem... Kolleg und dann, glaube ich, hier links weiter, ne? Ich kann nicht glauben, dass ich mich mit Abschaum wie euch herumschlagen muss. Mhm. Ihr habt doch Königin Eiren bei ihrer Bestätigung gehabt. Ja. Oh, wie komme ich denn daran? Das hing ja jetzt mal komplett abseits hier. So, tiefer. Wir müssen weiter runter. Das heißt, ich gehe schon mal hier übers... Ich gehe noch nicht übers Wasser. So, ich bin nicht da. Was habt ihr gefunden? Lass den Aufstieg von Königin Iron. Den habe ich gefunden. So, dann war das, glaube ich, aber auch tatsächlich recht weit unten, oder? Kalanisee heißt der. Der oder die? Ich weiß es nicht.
Oh, Hallöchen. Für den Schleier. So, das war der letzte auf der Liste. Dann können wir jetzt wieder zurück nach Auridon. Da werde ich mich mal hin aufmachen und wir sehen uns dann gleich dort wieder. So, wo ist er? Er steht immer noch da, wo er eben auch stand. Also, wie ist es gelaufen? Ich habe alle außer Aranias. Sie ist von der Insel nach Grünschatten geflüchtet. Das Erbe hat sich über Auridon hinaus ausgebreitet? Verdammt! Ich sorge dafür, dass der Chef von eurer guten Arbeit hört. Danke für eure Dienste. Ja, und wir haben einmal verstärkte Handschuhe in Leicht erhalten. Das war jetzt nicht so besonders viel, deswegen überlege ich gerade, was ich noch machen könnte, was jetzt auch nicht ganz so lange dauert. Ich schau mal eben, die haben wir jetzt schon alle durch. Das haben wir auch durch. Ne, wir haben tatsächlich schon, bis auf hier oben, haben wir tatsächlich schon alle Verliese auch durch. Anscheinend, nee, Moment, hier ist noch was. Eine verlorene Wette. Hier unten ist nichts mehr, ne? Dann werde ich mich mal hier zum Verlies Bewahren bewegen. Und dann werden wir mal gucken, was das für eine Quest ist mit der verlorenen Wette. Bis gleich. So, wir befinden uns jetzt im Verlies. Aber es sieht aus, als ob die Quest was mit diesem Verlies zu tun hat. Ich bin mir nicht sicher. Wir schauen mal. Vielleicht finden wir ja auch nur irgendwas hier drin. Weil das ist eigentlich ein Gruppenverlies. Naja, nicht Gruppenverlies. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ja. Folge. Nicht Folge. Weise mir den Weg zur Quest. Ich weiß, ihr werdet mir jetzt alle hinterherkommen. Ist aber nicht so schlimm. Da habe ich ihn ja super unterbrochen. Funke, es wäre schön, wenn du mir auch ein bisschen helfen würdest und nicht nur hier hochläufst. So, das altmährische Relikt. Ein seltsames Leuchten umgibt das Relikt. Wartet, geht nicht. Bitte, helft mir. Biddy. Überrascht mich zu sehen? Das waren auch die Meereselfen. Ich hatte nicht einmal Zeit, Magiergilde zu sagen, bevor sie mich töteten. Und jetzt sitzt die arme alte Betty hier. Steckt fest wegen dieser dummen Wette. Wette? Was für eine Wette? Ich habe mit meiner Freundin Angreel gewettet. Wir sind beide Adepten in der Halle von Vulkelwacht. Ich habe mit ihr gewettet, dass ich innerhalb einer Frist von 2 Wochen mehr Relikte finden würde als sie. Dann haben die Maoma euch getötet, während ihr auf der Suche nach Relikten wart? So ist es. Doch das Schlimmste dabei ist, dass ich wohl in diesem Zustand gefangen bin. Ich habe einen Haufen Gold auf diese Wette gesetzt. Und wir haben sie danach mit einem Zauber besiegelt. Einem bindenden Vertragszauber. Bis ich die Wette entweder gewinne oder verliere, ist mir der Weg in die Nachwelt wohl verwehrt. Ja, geil. Deswegen, liebe Kinder, niemals Wetten eingehen. Ich könnte das Relikt für euch zurück nach Vulkelwacht bringen. Würdet ihr? Das wäre unglaublich nett. In Etherius werdet ihr dreifach dafür gesegnet werden. Ich sollte euch warnen. Angreel ist eine ziemlich schreckliche Person. Und vielen Dank von ganzem Herzen. Gern geschehen. Hab Dank. Ja, dann brauchen wir tatsächlich nicht allzu viel zu machen. Dann werde ich mich mal wieder nach Vulkelwacht hin aufmachen. Und ihr könnt eigentlich direkt dranbleiben, fällt mir gerade ein. Weil wir gehen einfach nach außen von unserem Gasthauszimmerchen. So, zur Magiergilde, glaube ich, muss ich das bringen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Komm, mach. Ja!
Los, setz dich auf dein Reittier, damit wir reiten können. Also, damit wir laufen. Dahin können. So. Aber Magiergilde war richtig. Ja. Das ist schon mal gut. Nicht mehr auf mich schießen, bitte. So. Wer von euch Drecksäcken hat hier die Wette eingegangen? Ist die Wette eingegangen? Egal. Ich habe heute kein gutes Deutsch. Ich bin, egal. Sterne am Himmel, noch mehr Unterbrechungen. Ist es wichtig? Ich überwache im Moment ein sehr wichtiges Experiment. Ihr seid Angrel, oder? Ja, die bin ich. Entschuldigt, aber kennen wir uns? Euer Gesicht ist mir unbekannt. Ich bin eurer Freundin, Betty, in Bevan begegnet und... Ha, sie hat aufgegeben, richtig? Wusste ich's doch, dass dieses graue Mäuschen nicht mit mir mithalten kann. Ich weiß schon genau, wofür ich ihr Geld ausgebe. Ich werde mir dieses fantastische Aegis-Kleid kaufen. Eigentlich ist sie tot. Tot? Hm. Nun, das tut mir leid für sie. Sie hat die Wette wohl verloren. Wartet, habt ihr mit ihr gesprochen, bevor sie starb oder danach? Danach. Sie meinte, ihr hättet einen gemeinsamen Zauber gewirkt, der sie in Nürn festhält. Ich schätze, ich kann mich mit ihrem Gold und dem Geschmack des Triumphs trösten. Betty, ich erkenne an, dass ihr verloren habt. Ich entlasse euch aus unserem Vertrag. Zu gütig. Und wir erhalten eine schwere, undurchdringliche Gürtel. Eine Gürtel. Wollen Gürtel kaufen? Da ist sie. Ihr wollt mein Geld für ein Kleid ausgeben? Wartet nur, bis ihr Aetherius besucht, Angrel. Dann bekommt ihr es erneut mit mir zu tun. Ihr seid nur eifersüchtig darauf, wie gut ich aussehen werde. Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich weiß, die Folge ist immer noch ein bisschen kurz, jetzt alles in allem. Aber ich werde mich trotzdem an dieser Stelle erstmal von euch verabschieden, weil ich will nicht zu viele Quests in einer Folge packen. Ihr wisst ja, eigentlich möchte ich immer nur eine Quest pro Folge aufnehmen. Aber gut, wenn die Quest jetzt nur 5 Minuten dauert oder so, dann wäre es halt ein bisschen wenig für so eine Folge. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge irgendwo oberhalb von Himmelswacht wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.